Boah. Squid Baron 2.0. Was? Ne. Yo! Yo! Ah, mit dem Schwert können wir den also. Boah, Squid. Yo! 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 Du Dreckiger! Ist egal, der kriegt richtig auf die Schnauze von mir. Nein! Oh, das ist so gemein. Du dreckiger Lümmel. Ja. Oh, ich habe ja keinen Autotrank, deswegen muss ich sau aufpassen. Ja, jetzt wo ich die Monstermilch getrunken habe, weißt du? Oh. Sekunde. Ja, alles gut. So, da hat die Conchi mich angeschrieben, weil sie gerade ein Bild für unsere Ritter der Abendrunde malt. Yeah, das hast, oh, hast du super gemacht, Mädchen. Wunderbar. Super. Toll. Oh, Squid Baron. Ich. Es tut mir leid, aber du hast mich gezwungen zu kämpfen. Aber, was habe ich, was? Habe ich was kaputt gemacht? Du warst unglaublich. What? Genauso. Gleiche Gedanke. What? Diese Tracht Prügel, das war genau das, was ich brauchte, um mein... ich bin heute ein großartiger Zwischenboss gewesen und ich kann morgen sogar ein noch besserer sein. Stell dir vor, ich könnte mich blau anmalen und wäre ein Eisboss. Ich könnte mich Schatten klonen und zwischen beiden Körpern hin und her wechseln. Ich könnte am Ende eines Abenteuers auch in einem Bosssturm wieder auftauchen. Vielleicht auch als normaler Gegner später auftauchen. Du weißt schon, damit du dich wirklich richtig, richtig stark fühlst. Ich stecke voller Potenzial. Das ist nur das erste Kapitel im ersten Buch der Enzyklopädie. Die mein Leben erzählt. Prügel hat dir geholfen? Purpurhaarige Kriegsmaid, du bist eine echte Inspiration für mich. Ich muss jetzt los. Nimm das hier mit. Du hältst die Karte der Schlampampeninsel. Oh yeah. Du bist die beste und schönste Kriegerin, die ich kenne. Lebe wohl. Ciao. Ja, Sky ist wahrscheinlich schon zurück ins Quinn-Palast und ich sehe Rottitops nirgendwo. Ich gehe wohl zurück zum Doc. Super. Eine Sekunde. So, jetzt erstmal schön zurück. Boah, Mist, das war knapp. Passt aber schon. Ich könnte natürlich jetzt eine Piratenfackel nutzen, aber ich denke mal, das geht hier eigentlich, wenn ich mich nicht hier mit den Leuten hier rumboxen muss. Dann, oh, du Elend. Nein, 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 nein. Oh, das war so gemein. Das war so fies. Ja, hab dich gekriegt, du Penner. Du Oller Halunke, du Lümmel. Lümmeltüte auf zwei Beinen. So, entschuldigt für diese kurzen Unterbrechungen. Oh, nee, da kann ich doch eigentlich hier.
Können wir auch hier runter. Gucken, was wir hier so finden. Hier finden wir bestimmt auch ein Tinkerbett. Wäre das schön, natürlich schön, wenn wir beides finden würden. Nee, da können wir noch nicht lang. Wir kriegen später irgendwelche Boots, oder glaube ich. Aber ich will nichts spoilern. Wir kriegen hier noch was, um da durchzukommen. Das ist klar. Das bedeutet, wir brauchen... es war so ein bisschen... Aua. Es war... Nein! Ja, da wollte ich irgendwie mal einen coolen Move machen und dann... Schitte, Schitte, Schitte. Liebe Brigitte, das war Schitte. Aber bitte. Boah. Erstmal einfach ausweichen, komm. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit den Lümmeln hier rum zu ärgern. Na, der Left und der Right Button sind noch nicht belegt. Das bedeutet, da könnte ich noch... Ja, auf jeden Fall speichern. Dankeschön. Boah, das Herzen will ich haben. Dann, obwohl, ist ja eigentlich egal. Ich kann mich ja später im Stadtbeton in die Quelle setzen. Ja, das geht auch so. Warte mal. Die bringen Monstermilch ins Umkram. Die bringen leider nichts. Ist natürlich vielleicht gar nicht mal... So, macht's gut, Mädels. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich da rumboxe. Blasenmilch, super. Ich finde es ganz cool, dass sie hier die ganzen Items haben. Das habe ich aber schon mal gesagt, deswegen will ich mich nicht immer wiederholen. So, Risky, ich habe das nächste. Ich bin zurück. Wenn du dann genug Zeit verplempert hast, können wir vielleicht endlich weiterarbeiten. Was ist mit Sky und Rotty Tops passiert? Sagen wir, ich habe ihnen die Tür gezeigt. Reg dich ab, es geht ihnen gut. Nun, hast du die Stätte des Bösen gefunden? Jupp. Und hast du das Böse, das sich daran befand, zerstört? Mehr oder weniger. Wie ich sehe, hast du auch meine Klinge gefunden. Ich wünschte, ich hätte sie früher gehabt. Ich hätte damit die Eingeweide eines bestimmten inkompetenten Häuptlings herausgeschnitten. Oh je, wie sie Angst hat. Du bist ein lausiger Pirat. Lass uns auf die Karte schauen. Okay, du gibst die Schlampampeninsel. Und das ist die nächste Insel. Die wird, glaube ich, richtig eklig. So, hier fehlt noch sehr viel. Hier fehlt auch einiges. Spuckinsel. Ich gehe erstmal hier hin. So, dann möchte ich nochmal zum Onkel. Vielleicht sollte ich mal wieder versuchen, eine Dampfmaschine zu bauen. Nun, gut, ich gehe zurück zu meinem Job ohne Karriereaussichten bei deinem Onkel. Hallo. Es ist wahr. Niemand braucht mich. Es gibt nie genug Heldenarbeit. Ich habe so ziemlich jede Chance vorbeiziehen lassen. Nicht nur das. Sky sagt, ich habe so einige Abenteuer verpasst. Sogar Risky Boots war anscheinend dabei. Ach, Bolo, du bist... Schreibfehler. Das hast du völlig falsch verstanden. Es war mehr ein Abenteuer für Mädchen. Es war richtig heiß. Und dann sind wir alle in die Falle gegangen und mussten diese kleinen metallenen Badeanzüge tragen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Doch, Bolo. Das war gemein. Guck mal, der hat jetzt rote Bäckchen. Das hätte er. Ja. So, was haben wir denn hier? Sky ist nicht sehr glücklich darüber, was mit Joe passiert ist, aber ich habe die alte Mumie in den Müllcontainer geworfen. Bitte sag es nicht meinem Ehemann. Wenn du irgendwelche alten Artefakte bringst, bring sie zur Werkstatt deines Onkels. Immer wenn ich
eine schöne flache Wand sehe, dann schlage ich auf sie ein. Auf diese Weise fallen Leckereien für mich heraus. Okay. Achso, ja, dich habe ich schon angesprochen. Ich möchte den kleinen Jungen schwätzen. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Schatzjäger werden. Super. Ein paar ältere Mädchen sind gerade hier vorbeigegangen. Sie stanken nach Schinken und Lumox-Sabber. Ah, das waren also die Mädels. Netter Säbel. Du kannst ihn bestimmt benutzen, um in Gräber von Zombies hereinzustechen. Ja, das würde funktionieren. Super. Das war so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ich will jetzt erst nochmal zu dem Dicken da und will mal gucken, ob ich vielleicht etwas im Inventar habe, was ihm gefallen könnte. Ansonsten... Ja, damit können wir jetzt eigentlich die ganzen Inseln nochmal abklappern. Erinnerst du dich dran, wie die Stadt gegründet wurde? Shuttletown lag an der kleinen Bucht dort, wo du jetzt lebst. Aber als es größer wurde, mussten wir es niederreißen und neu beginnen. Nun ist dein Leuchtturm alles, was übrig ist. Ich habe früher dreimal am Tag Hummerschwänze gegessen. Wie sehr ich diese Zeit vermisse. Hast du welche für mich? Klar, danke, hier sind 100 Juwelen. Habe ich den jetzt... all meine Hummerschwänze gegeben? Nö, ne? Erinnerst du dich, wie die Stadt gegründet ist? Shuttletown lag in der kleinen Bucht, wo du jetzt lebst. Alles grün, nun Leuchtturm ist alles. Ich habe früher dreimal am Tag Hummer, wie ich sehe. Hast du welche für mich? Du hast nicht genug Hummerschwänze. Okay, der will drei Hummerschwänze haben wahrscheinlich. So, ich hab jetzt... Ach Mist, das ist jetzt nicht im Vordergrund. Ich muss jetzt gleich nochmal ein bisschen rum, also aus dem Spiel raus tappen. Ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Ich kriege langsam Hunger. Deswegen, wie lange bin ich denn schon am Aufnehmen? Ja, 27 Minuten. Ich mache es ungefähr so draus, dass ich zwei Folgen draus machen kann. Das bedeutet so zwischen... ist ja eigentlich soweit. Ja, ich gucke einfach noch, was ich hier machen kann. Dann schaue ich einfach mal, wie es am besten passt. Und von daher... mache ich mir jetzt noch einen kleinen Salat zurecht. Und... mach noch mal ein kleines Päuschen, wo ich noch mal was essen kann. So, Chanté, lauf, Mädchen! So, wollen wir mal gucken, was sagst du, dicker Mann? Ich kann mich kaum noch an Genies erinnern. Sie sind alle vor ein paar Jahren spurlos verschwunden. Ja, nicht so geil. Warte mal, habe ich genug von denen? Nee, ich habe nur drei. Mist. Aber ich will noch mal ins Kräuterbad gehen. Was sagst du denn, dicke Frau? Was? Wer hat denn diese Klamotten überhaupt gemacht? Ich erinnere mich, dass du vor der Weste zurück warst. Als die schwarze Hose drinnen war. Was? Okay. So, die sagt nur, ja, erhol dich gut, pipapo, super. Was hast du Stinkmumie denn? Mehr über Zombies? Also ich weiß, dass wilde Zombies Gehirne essen. Und dass gezähmte Zombies, die in Wagen reisen, Kaffee trinken, um bei Verstand zu bleiben. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie so geworden sind. Alles klar. Versprich mir, dass wir nie wieder von diesen peinlichen Wüstenprinzessinnen-Outfits sprechen. Versprochen. Du meinst diese, nicht wahr? Ach, Chanté, dir scheint das Outfit doch zu gefallen. Ich habe so ein Kratzgeräusch von unterhalb des Palasts gehört. Da ist noch etwas anderes als Ratten in der Abwasserkanalisation. Was anderes? Könnt mal gucken, aber ich glaube, mit 294 komme ich nicht wirklich weit. Jo, blöd gelaufen. Ich will erstmal meine Haare fertig ausbalancieren. In dem Wald gibt es hier auf der Westseite einen sehr hohen Baum. Es ist so dunkel, man kann kaum noch sehen, was über einem ist. Gut. Habe ich hier alles? Kann ich hier schon irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht grase ich ab, wenn ich alle Items habe. So, dann will ich nochmal speichern. Dann ist diese kurze Aufnahmesession schon mal fertig. Speichern, das Gerät nicht ausschalten. Und dann sage ich, macht's gut, grüß mit den Zukunftsgraf, tschüssikowski.